Also ich fand es cool, mal wieder so richtig einen Jugendgottesdienst in der Kirche zu haben. Das war jetzt erst mein zweiter Jugendgottesdienst ohne Übertragung seit dem Jugendgottesdienst am Jugendtag. Und ja, ich fand es auch cool, da selber auch nochmal mitzumachen mit der Moderation. Also ich habe mich gefreut, dass heute endlich mal wieder Präsenzgottesdienst ist und dass wir auch einfach mal wieder persönlich uns gegenseitig einfach sehen können, mal quatschen können. Und jetzt nach dem Gottesdienst haben wir auch noch mal so ein Stück weit Kaffee und Kuchen miteinander und einfach das Beisammensein fand ich schön. Und auch aus dem Gottesdienst habe ich heute eigentlich mitgenommen, dass jeder Mensch individuell ist und dass jeder auf sich aufpassen sollte, aber dass sich auch an die Gruppe anpassen sollte. Schenk mir Vergebung neu, mach du mich frei. Vergib mir meine Schuld, die Gnade nehme ich an. O habe Dank, du hast mit mir Geduld. Dein Friede sei mit mir, o Jesus, Dank dafür. Ich war jetzt ehrlich gesagt schon lange nicht mehr bei einem Jugendgottesdienst. Und von daher hat mir das übelst geil gefallen, dass ich jetzt endlich mal wieder da sein konnte. Und durch das Wort hat man heute eigentlich auch erstmal direkt so drauf blicken können, wie unsere Jugend aus so vielen individuellen Bausteinen besteht. Unsere Persönlichkeiten sind so bunt und schön. Und wir sind mehr als jeweils ein einzelner Baustein. Wir sind facettenreich. Und so gehören alle Bausteine zu mir. Das Ich-möchte-eine-gute-Freundin-sein-Teil, genauso wie das Party-Teil und der einfach-nur-rumschimmeln-Modus. Und der Ich-liebe-meine-Familie-Baustein. Wenn wir all unsere Bausteine gebündelt zusammentun, ergeben wir eine geniale Mischung an unterschiedlichsten Steinen. Und so haben wir unendlich viele Möglichkeiten, etwas Neues, etwas Wunderschönes und etwas Einzigartiges zu schaffen. Wir haben eine gigantische Vielfalt an verschiedenen Leuten und ich bin einfach dankbar, in unserer Jugend sein zu dürfen. Gott ist immer mit euch und bleibt stark und meldet euch einfach mal. Das war's.